Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Dachmobil. Das ist nicht ein besonders schöner Stellplatz heute, das ist unser Garten. Nämlich heute gibt es mal ein Video von uns ganz anderer Art. Wir möchten mit euch einen Produkttest durchführen. Und zwar leidiges Thema eines jeden Campers, Autobesitzers und LKW-Fahrers. Schwarze Streifen und Schmutz auf unserem Lieblingsfahrzeug. Was kann ich tun? Wir haben schon viel ausprobiert. Ja. Das ein oder andere hat funktioniert, war aber dafür unheimlich anstrengend und müßig und Kleinstarbeit. Das andere wurde hochgehypt und hat ja nichts gebracht, hat nur viel Geld gekostet. Und dabei ist Alfred dann mal wieder zu seinem Freund Google gegangen und hat mal geguckt, was es da so gibt. Seine Recherche hat ihn zu CleanTrack geführt. CleanTrack ist ein Produkt von der Firma IGEPA Chemie und sagt, dass sie den schwarzen Streifen Dinger ausmachen. Wir haben dann auch gedacht, okay, testen wir das Ganze mal, bestellen wir uns. Aber da wir in der Urlaubsvorbereitung und Planung waren, haben wir dann gesagt, nach dem Urlaub. Nach dem Urlaub kam dann wieder irgendwas anderes und wir hatten es vergessen. Genau. Aber zum Glück gibt es Zufälle. Und der Michael von CleanTrack ist auf uns aufmerksam geworden und hat es nicht nach hinten geschoben, wie wir die Bestellung bei ihm. Michael ist Geschäftsführer von CleanTrack, von der Firma IGEPA Chemie, und hat uns über unseren YouTube-Kanal angeschrieben, ob wir nicht Lust hätten, das Produkt CleanTrack einmal zu testen. Jetzt wollen wir mit euch mal gucken, wie es so ist und ob unsere schwarzen Streifen am Ende des Videos der Vergangenheit angehören. An der Stelle danke, lieber Michael, dass du uns ein Produktset zur Verfügung gestellt hast, das wir heute mit unserer Community gemeinsam testen können. Wenn euch das Produkt schon bekannt ist, ihr es testen möchtet oder sagt, das ist es oder was ich sehe, hat mich überzeugt, dann kommt direkt noch eins on the top. Die Firma CleanTrack gewährt euch unter dem Rabattcode, ich hab's heute mit den Wörtern, Dachmobil 15, 15% auf eure Bestellung. Also nicht zögern, gebt den Rabattcode ein, wenn ihr bei der Firma CleanTrack das Produkt bestellen möchtet. Und dann bleibt dran, es gibt für euch noch etwas zu gewinnen. Die Firma CleanTrack hat uns da was zur Verfügung gestellt, das wir gleich euch noch erklären möchten. Ihr könnt nämlich was gewinnen. Bleibt dran. Wie es geht, verraten wir euch im Verlauf des Videos. Und jetzt gehen wir erstmal gucken, was alles so in dem Set enthalten ist. Kommt mit, wir wollen einmal unboxen. Guck mal, ganz schön schwer. Die Firma IGEPA Chemie sitzt in Bad Abach in der Mitterfeldstraße 7a. Adresse und Shop blenden wir euch jetzt einmal kurz ein. Steht natürlich auch wieder, wie ihr es kennt, unter dem Video. Feuerschere, Licht sind für kleine Betty nicht. Deshalb packt jetzt der Alfred aus. Aber neugierig bin ich ja schon, was da drin ist. Ja. Das ist fast schon so, als wenn ich Klamotten bestelle. Mach doch nicht so spannend. Da springt doch nichts raus, oder? Doch. Oh, oh. Ein super weiches Mikrofasertuch. Ich habe ja schon mal da von einem YouTube-Kollegen gehört, dass man damit super die Brille putzen kann. Also ein Multifunktionstuch, schon direkt. Ja, dann das zweitwichtigste. Waldmeister. Ist das Waldmeisterbrause? Ja, ich würde nicht dran trinken. Das ist der Caravan High Power Cleaner. Profi-Konzentrat zur Caravan-Reinigung bis zum 1:40 Mischverhältnis. Löst schwarze Regenstreifen, Grünbelag, hartnäckigen Schmutz, wie auch Öle, Baumharze, Fette und Insekten. Ja, den hätten wir mal in Dänemark haben. Ja. Oh, sieht fast aus wie meine Rosenspritze. Aber das hier ist die
Schaumkanone. Die Schaumkanone für Niederdruck. Das heißt, ihr müsst kein Hochdruckgerät anschließen, sondern es geht ganz normal mit eurem Gartenschlauch. Und hier in dem Behälter wird das Konzentrat eingefüllt und ihr könnt das Mischverhältnis später einstellen. Aber das erklären wir euch gleich natürlich im Detail. Gucken wir mal, was wir noch drin haben. Also wir haben hier unser Shampoo, unsere Schaumkanone, unser Poliertuch und Alfred hat noch einen Schnückel. Was ist das? Das wird hier drauf, wenn du mal weg tust, das wird hier drauf gedreht. Damit kann man natürlich dann fein dosieren. Wir kennen das ja alle. Füllt mal hier Frostschutz oder so im Auto nach. Ne? Je nachdem, was du da hast. AdBlue tut es auch genauso bescheiden manchmal. Ja. Und du hast keine Einfüllstutzen. Das geht überall hin, nur nicht da, wo es rein soll. Und deshalb total gute Sache, super dran gedacht mit diesem Auslauf und der Hebelfunktion, das Ganze zu verschließen. Einfach gleich Deckel gegen Tülle tauschen und schon kannst du schön dezent einfüllen. Ja, dann wollen wir euch an der Stelle noch ein paar interessante Informationen zu dem Ganzen geben, weil ne, wir wollen ja wissen, wie sieht's aus? Was haben wir da überhaupt drin? Habe ich danach noch Farbe auf meinem Wohnmobil? Habe ich danach noch Rasen unter meinem Stellplatz vielleicht, wo mein Wohnmobil steht? Gucken wir mal, jetzt geht's an die Chemie. War ich nicht gut drin, gebe ich schon direkt zu. So, dann wollen wir das gute Teil mal auspacken. Ich habe es nämlich auch noch nicht gesehen. Eine Beschreibung. Düsen und Anschlüsse. Die Sprühpistole. Und den Behälter. Reis braucht man nicht. So, die Buchstaben hier, die haben etwas mit dem Mischungsverhältnis zu tun. Empfohlen ist D, das müsste 1 zu 20 sein. Diese Tülle kann man so für vertikalen Strahl oder so für horizontalen Strahl draufstecken. Einfach festdrücken. Die Pistole zurückziehen. Einstecken, loslassen, dann ist er verriegelt. Und ganz wichtig, noch den Schlauchanschluss. Den ziehe ich gleich noch mit dem Schlüssel ein bisschen fest. Und dann kann man, wenn man hier von CleanTrack den Reiniger eingefüllt hat und den Schlauch dran hat, entsprechend die ersten Versuche starten. Noch kurz zur Dosierung. Das richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad eures Fahrzeuges. Ist euer Fahrzeug leicht verschmutzt? Das Mischverhältnis von 1 zu 20. Ist es stark verschmutzt? 1 zu 1 und bei normaler Verschmutzung eben 1 zu 10. Ihr könnt damit nicht nur euer Wohnmobil reinigen, ihr könnt natürlich auch PKWs oder Zweiräder, Nutzfahrzeuge, euren Traktor oder was ihr in der Richtung habt, natürlich auch mit säubern. Der Reiniger ist auch für den Innenraum geeignet. Da würde ich nur nicht mit dem Schlauch arbeiten, sondern das klassisch mit Schwamm und Tuch auftragen und einem Eimer. Jetzt filmt er mich, dass ich das hier ablese. Ich wollte das so tun, als wenn ich schlau wäre. Den Felgen geht es auch an den Kragen und euren Rädern. Nur bei starkem Bremsabrieb, da ist der Reiniger nicht die ultimative Endlösung laut Hersteller. Ihr könnt auch Planen damit reinigen. Glas geht auch. Also manche Fahrzeuge haben ja auch Glas. Ne? Auch wir haben ja eine Frontscheibe. Es ist eben auch für Gummi und Aluminium geeignet und Textilien, Plexi und GFK. Ist unser Wohnmobil, ja. Ja, dann kommen wir jetzt direkt schon auf einige wichtige Daten, wie die Umweltdaten.
Wer Bedenken haben sollte, dass er seinem Fahrzeug oder der Umwelt damit Schaden zufügt, der Reiniger ist biologisch abbaubar. Er wurde klimaneutral produziert und ist frei von Halogenverbindungen und entspricht der Wassergefährdungsstufe 1. Ja, dann haben wir noch technische Daten. Der pH-Wert liegt bei 10,5, also alkalischer Reiniger. Dann haben wir hier, ganz wichtig, TÜV und DEKRA geprüft. Und noch ein bisschen für die Nase. Der Reiniger riecht nach Zitrone, also nicht nach Chemiekeule. Dann würde ich mal sagen, zeigen wir euch jetzt mal, was auf dem Reiniger gleich zukommt, wie unser Wohnmobil aussieht. Und ihr bleibt dran. Denkt dran, es gibt für euch was zu gewinnen. Und so viel verrate ich schon. Das, was wir jetzt ausgepackt haben, könnte auch euch gehören, wenn ihr dran bleibt. Alfred zeigt uns jetzt ein paar Stellen, die es bei uns wirklich nötig haben. Okay. Lauf mal einmal um das Wohnmobil rum. Also, fangen wir schon mal an. Staub. Die ganzen Mücken, Fliegen, was weiß ich was, vor allen Dingen da oben. Ich sehe mal hier den Sahara-Staub, der gestern noch hier runter geregnet ist. Das lohnt sich wirklich. Eine beliebte Stelle, die ich immer mag, ist da oben an der Markise, diesem Fliegenfänger. Ja. Dann natürlich hier unsere Regenstreifen. Da haben wir auch direkt an den Dichtungen, haben wir auch mal so markante Stellen. Und dann quasi an allen Stellen, wo irgendwo was runterlaufen kann. Hier hast du Regenstreifen. Ups. Immer hier am Kühlschrankgitter. Und ich sag mal, hinten am Heck. Da. Und an den Fenstern hier, das ist auch so meine Stelle, die ich immer hasse wie die Pest. Ja. Plus natürlich da oben auch nicht besser. Und dann auch vorne, vor allem an der Fahrerseite hier, ne, Klassiker. An den Scheiben vorne im Führerhaus, das Moos im unteren Bereich. Mal gucken, ob wir da irgendwie drankommen. Ja, und von oben blende ich euch jetzt mal ein. Und wie wird das jetzt? Ja, ich füll jetzt den Reiniger ein, Pumpe an den Wasserschlauch und dann... Ja, jetzt hat nicht jeder eine Pumpe im Garten. Ja, dann eben an den normalen Wasserschlauch. Wir haben nämlich einen Brunnen im Garten und haben hier Grundwasser, daher Pumpe. Und dann wird das der Reiniger von unten nach oben eingesprüht, 3 bis 5 Minuten einwirken lassen. Also trinkt man in der Zwischenzeit einen Kaffee? Wenn du schnell genug bist, ja. Es ist 12 Uhr, kannst du schnell was zu essen machen? Ja, sehr klar, sicher. Und an hartnäckigen Stellen nochmal mit einer Bürste oder einem Schwamm drüber gehen. Und dann abspülen und dann schauen wir mal, wie das Ergebnis ist. Und nicht vergessen, unter dem Rabattcode DAGMOBIL15 bekommt ihr bei eurem Einkauf bei CleanTrack 15% Rabatt. Und dranbleiben, ich verrate schon mal ein bisschen mehr. Wir haben ja eben dieses tolle Unboxing gemacht, ihr habt das Set gesehen. Wir werden gleich noch verraten, wie man 2 dieser Sets gewinnen kann. Bleibt also dran und putzt mit uns gemeinsam das Auto. Und genießt vor allem das Wetter. Oder ihr putzt das Auto und ich genieße das Wetter. Ich glaube eher, ich putze das Auto und du genießt das Wetter. Ja. Also, bleibt dran. Ihr könnt gewinnen. Das ist mir hier lieber als auf dem wackeligen Tisch. Oh, dicht ist es schon mal. Mal gucken, ob überhaupt was rauskommt. Oh ja, Plätscher, Plätscher. Was machst du 1:1? Das stellst du daran ein. Ah. Aber das habe ich den Leuten eben schon erklärt. Habe ich, glaube ich, nicht zugehört. Ja. Doppelt hält besser.
Da oben an dem Rädchen, das sind Buchstaben. A bis C, D, E, glaube ich. Ne, bis doch bis E. Guckt mal, steht auch auf dem Karton. Ja, und bei 0 hast du das ganz schnell leer. Ich stelle das zuerst mal auf D, auf 1 zu 20. Okay. So, dann lassen wir das mal einwirken. Ich dachte, wir machen eine ganze Wohnmobil. Ja, das kriege ich doch dann nicht innerhalb von ein paar Minuten wieder abgespült. Immer stückchenweise. Mhm. Zuerst machen wir mal vorne. Okay. So, und den Verbrauch. Bei 1 zu 20. Ganze Führer aus eingesprüht. Und noch knapp halb voll. Okay. Und, ganz geil, das ist wie so ein Gimbal. Bleibt in meiner Position. So, nun Stunde der Wahrheit. Das ist so, wie ich mir das gedacht habe. Die waren zu stark verschmutzt. Ich muss da noch mal mit der Box drüber gehen. Die mögen uns. Die wollten jetzt nicht so direkt weg. Das sind einige Stellen, die hätten wir besser höher konzentriert. Hier an der Tür auf jeden Fall sind noch Streifen. Hier, da. Also bis bei den Mücken, okay. Oh, ja, da. Und? Zwischenfazit, bevor wir ihn jetzt ganz putzen. Ja, sieht schon ganz ordentlich aus. Ich meine, gerade im Frontbereich, wo sich ja immer die Mücken tummeln, muss man noch mal drüber hier. Aber geht schon ab. Und was sagst du zum Ergebnis? Blitzeblank. Glänzt wie Louis. Also ich würde fast sagen, der ist besser geputzt als wie damals, wo wir ihn abgeholt haben. War nämlich auch Regenwetter. Nur, wenn wir am Wochenende fahren, ist für Freitag schon wieder Regen angesagt. Also von daher, genießt den Moment. Wir genießen ihn auch. Das ist nicht von langer Dauer. Und da wir ja hier echt im Tag wie Nacht Kohlenstaub gebeutelt sind, war das jetzt Hardcore. Dazu sagen wir gleich aber mehr. Wir zeigen euch noch ein bisschen das Ergebnis, wie unser Strahlemann hier in der super Sonne glänzt. Und dann wird es für euch richtig interessant. Dann gibt es nämlich was zu gewinnen. Also ich bin zufrieden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, oder? Und damit euer Wohnmobil genauso glänzt und ihr es mühelos sauber bekommt, könnt ihr jetzt zwei dieser wunderbaren Sets, die wir euch gezeigt haben, gewinnen. Nehmt an unserer Verlosung teil und das Los entscheidet, wer gewinnt. Ganz einfach unter den Kommentaren hier in YouTube unter unserem Video einfach Hashtag CleanTrack schreiben. Wir blenden es auch nochmal ein und schon könnt ihr das Set gewinnen. Das Los entscheidet. Ein Sendeschluss ist der 14. Mai. Ziehung ist am 15. Mai mit digitaler Auswertungssoftware. Die filtert auch direkt raus, wenn ihr euch doppelt daran beteiligt. Das ist nämlich eine schlaue KI, die wir da gefunden haben. Und bitte nicht wie sonst in Facebook oder Instagram kommentieren. Zählt nur, was hier in YouTube unter Hashtag CleanTrack als Kommentar eingefügt wird. Ja, und wenn euch das gefällt oder ihr auch jetzt schon was kaufen wollt und leider das Los an euch vorbeizieht, könnt ihr immer noch
auf der Seite von CleanTrack unter dem Rabattcode DAGMOBIL15 diese Sets und andere, es gibt auch noch andere Sets für Hochdruckreiniger und so weiter, erwerben und bekommt 15% Rabatt. Leider haben wir eine kleine Einschränkung. Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich. Bitte habt Verständnis und seid mit dem Antworten, wenn wir euch in dem kleinen Video bekannt geben, wer gewonnen hat, und schnell zu antworten, weil bei uns geht es nämlich danach recht zügig in Urlaub. Also zögert nicht, schreibt es in den Kommentaren und seid am 15. am Ball, ob ihr gewonnen habt. So, und jetzt wollen wir euch noch unser Fazit eigentlich dazu sagen. Wir sind zufrieden, aber wir haben auch hier den Hardcore-Test durchgeführt. Das war, und das verraten wir jetzt ehrlich, die erste Wäsche, außer mal ein bisschen Salz abspülen. Also die erste Wäsche mit Reiniger. Vorher haben wir nur Katzenwäsche gemacht, in diesem Jahr. Wir hatten jetzt mehrfach Sahara-Staub. Wir fahren das ganze Jahr durch. Wir fahren in Schotterpiste und sonst was. Das Wohnmobil steht das ganze Jahr, ihr seht es ja, draußen, nicht überdacht. Wir haben hier extreme Belastung mit Kohlenstaub. Alfred hat eben den Tisch abgewaschen. Ansonsten würde ich euch mal zeigen, wie das nach einem Tag aussieht. Also ich könnte das jetzt, hier bestes Beispiel. Also das ist nicht von mir so gestrichen. Das ist Kohlestaub live. Und das sieht auch, wenn du das frisch streichst, nach ein paar Monaten wieder so aus. Also das siehst du auch an den Ziegeln. Also da können wir euch jetzt ein Lied von singen, ohne zu jammern. Das, lieber Michael, auch war der Hardcore-Test. Das wollten wir nicht verraten. Wir haben mit der Schaumkanone das Konzentrat in 1:20 aufgetragen. Für das, was wir hier eigentlich an Bedingungen hatten, hätten wir, glaube ich, 1:1 machen müssen. Wir wollten aber wissen, wie der Verbrauch ist, wenn man so ein 7 Meter Wohnmobil damit komplett einschäumt. Dach ist auch sauber, haben wir auch gemacht. Wir sind dafür extra auf die Leiter geklettert, wollten wir euch aber nicht filmen, sah ein bisschen affig aus, ich auf der Leiter. Der Arm war zu kurz. Und wir mussten hier dann nach der Einwirkungszeit und dem Abspülen nochmal eine Bürste zu Hilfe nehmen und nachspülen. Das ein oder andere schwarze Streifchen mussten wir auch nochmal mit dem Konzentrat und dem Mikrofasertuch abreiben. Aber es war wirklich nur abreiben. Also das war wie beim Abschminken. Und schon war der Kram runter. Es ging ohne großen Kraftaufwand. Es war etwas zeitintensiver, weil wir, wie gesagt, da einiges drauf pappen hatten. Kommt vielleicht im Video nicht so runter, aber wer Kohlestaub vom Tagebau kennt, der weiß, wovon ich rede. Plus den Sahara-Staub. Also ich habe auch ein weißes Auto und von daher war ich damit in der Waschanlage gewesen. Und die hat es nicht so geschafft, trotz des super, super Programms und Nachledern von Hand des netten Mitarbeiters da. Unser Wohnmobil ist dank dir, Michael, definitiv weißer. Erinnert mich jetzt, was war ein anderes Produkt mit dem Weißen und dem Groß. Du hast es mit deinem Produkt auf jeden Fall geschafft, dass wir wieder nicht das schmutzigste Wohnmobil auf dem Stellplatz sind. Nein, diesmal sind wir das glänzendste, das sauberste und auch das, was, wenn wir gefragt werden, sagt, schaut mal bei CleanTrack vorbei. Damit kriegst du deins genauso rein. Ja, das ist unser Fazit. Noch kurz zum Verbrauch. Wir haben ein Viertel des Konzentrats verbraucht. Wie gesagt, Hardcore, inklusive Dach, inklusive ein bisschen von unten herum und nachreiben und nochmal drüber gehen. Aber an Stellen, die wie in die Seite ging wesentlich leichter. Da konnten wir sagen, Schaumkanone, gö, Kaffee getrunken, ab, hier und da mal nachgewischt. Das ging. Front, Dach und auch hinten das Heck, weil wir noch die alten Reste des Fahrradträgers dran haben, wo eben der Kohlestaub eine Symbiose mit den schwarzen Streifen eingegangen ist. Da mussten wir nachreiben. Aber ansonsten, vorne die Mücken mussten wir auch noch mal nachreiben. Aber ansonsten ging es von selber runter. Richtig? Richtig. Und von daher sagen wir, geiles Produkt, können wir euch empfehlen. Denkt an die Verlosung, denkt an den Rabattcode.
Ich sag's nochmal, Verlosung, Hashtag CleanTrack, Rabattcode, Dagmobil 15 im Onlineshop. Und ansonsten sagen wir, CleanTrack ist top. Ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.